Tuttlingen aus ungewohnten Perspektiven kann man jetzt im Museum im Fruchtkasten sehen. Tuttlingen von oben heißt die aktuelle Ausstellung. Gleichzeitig ist es die erste Ausstellung zu Corona-Zeiten. Auf eine klassische Vernissage wird daher verzichtet. OB Michael Beck begrüßt die Besucher virtuell. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich grüße Sie herzlich heute aus dem Fruchtkasten. Frau Woll ist unsere Museumsleiterin und bereitet gerade die Ausstellung vor. Gerne hätte ich Sie zur Vernissage im Rathaus begrüßt. Dicht an dicht, das geht alles in Zeiten der Pandemie nicht. Deswegen machen wir auf diese Art und Weise sozusagen die Einführung. Frau Woll wird nachher in die Ausstellung einführen. Und Sie können natürlich dann, wie gewohnt, hier im Museum, im Fruchtkasten die Ausstellung besuchen, natürlich mit gebotenem Mindestabstand und mit Maske. Museumsleiterin Gunda Woll hat die Archive gesichtet und die Ausstellung zusammengestellt. Einige der Aufnahmen sind ihr dabei ganz besonders aufgefallen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Museumsfreunde, ich freue mich, dass ich Ihnen die Ausstellung auf diesem Wege näher bringen kann. Dem Internet sei Dank. Die Ausstellung trägt den Titel Tuttlingen von oben. Wie kam es zu dieser Ausstellung? Hier war ein Grund, dass wir als letzte Ausstellung eine Ausstellung hatten, die sehr textlastig war, die Ausstellung zum Nationalsozialismus. Und wir jetzt eine Ausstellung zeigen wollten, die sich intuitiver erfassen lässt. Hier kann jeder auf jedem Bild sein eigenes Haus entdecken, sein Geburtshaus, sein Wohnort, sein Arbeitsplatz oder schon irgendwas. Da braucht man relativ wenig Erklärung dazu. Der zweite Grund, weshalb wir diese Ausstellung zeigen, ist, dass wir letztes Jahr die Gelegenheit hatten, 84 Negative anzukaufen, die von Hans Bertram aufgenommen wurden, einem Luftbildpionier aus München. Diese Bilder sind der Grundstock der Ausstellung, aber es kommen noch weitere Bilder hinzu. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen zu diesem Mensch, der die Bilder fotografiert hat, zu dem Luftbildpionier Hans Bertram, von dem wir die Negative angekauft haben. Das war ein richtiger Abenteurer. Er hat eigentlich Schiffbau gelernt und hat parallel dazu noch einen Flugschein gemacht. Er war Jahrgang 1906, ist dann Ende der 20er Jahre nach China gegangen und hat bei Chiang Kai-shek gearbeitet, hat dort zum Beispiel Erkundungsflüge nach Australien unternommen. Bei einem dieser Flüge ist er dann auch abgestürzt und hat in der Wildnis 50 Tage überlebt. Aus diesem Erlebnis wurde später ein Roman, der dann in den 80er Jahren auch verfilmt wurde. Aber da hatte Hans Bertram schon einen anderen Weg eingeschlagen. 1954 hat er diesen bayerischen Flugdienst gegründet, der am Anfang sich darauf spezialisierte, Luftbildaufnahmen aus Süddeutschland zu fertigen und mit Schwerpunkt süddeutsche Städte. Von diesen Bildern sehen Sie jetzt auch einige hier. Das, was er gemacht hat, sind großformatige Negative, 12 x 12 cm, und deshalb haben die auch eine sehr große Tiefenschärfe. Das sehen wir zum Beispiel in diesem Bild hier. Auf diesem Bild sehen wir die Schuhfabrik Rieka, die 1874 gegründet wurde, allerdings an anderer Stelle. Dieses Gebäude wurde 1914-15 errichtet. Das ist hier die Bahnhofstraße und hier die Weimarstraße. Das war die größte Schuhfabrik in Tuttlingen. Was jetzt interessant auf diesem Bild ist, dass man im Hintergrund sieht, dass die Brücke der B14 schon gebaut ist, aber die anderen, die restliche Straße noch nicht fertiggestellt ist. Diese Straße wurde eingeweiht im September 1959 zusammen mit dem Kreisverkehr am Eskola-Platz. Man sieht auf dem Bild noch weitere Details, wie zum Beispiel hier hinten die Eisenbahnbrücken oder ganz im Hintergrund das alte Schwimmbad. Aber es fällt einem schon schwer, Anhaltspunkte zu finden, wie man das heute einordnen kann, weil an dieser Stelle ja heute was ganz anderes steht. Hier befindet sich jetzt das Landratsamt, hier unten das ehemalige Zollamt. Diese Gebäude stehen noch und hier hinten sind ja die Einkaufszentren jetzt.
Ich möchte Ihnen jetzt die beiden ältesten Luftbilder von Tuttlingen zeigen, die 1914 aufgenommen wurden. Es gibt eigentlich um dieses Bild rum jetzt noch eine sehr schöne Geschichte. Und zwar haben wir das Bild eingescannt. Und als wir es eingescannt haben, haben wir in der Seite eine Signatur gefunden. Und da steht drauf, die Signatur ist spiegelverkehrt, hier Tuttlingen und hier an der Seite 15.07.1914 und eine Nummerierung. Das heißt, diese Bilder sind aufgenommen worden am 15.07.1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Frage war natürlich dann, wie wurden sie aufgenommen? Und da gab uns jetzt einen Artikel im Grenzbode Auskunft drüber. Da gibt es jetzt hier eine Notiz vom 16. Juli, dass das Militärluftschiff Z7 um 9 Uhr morgens über Tuttlingen flog und sich auf einer Fahrt von Friedrichshafen nach Baden-Ost befunden hat, wo es stationiert war. Dieses Luftschiff war eigentlich als ziviles Luftschiff zunächst gebaut worden und trug den Namen LZ-22 und wurde dann vom Militär übernommen. Wir befinden uns ja kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und trug dann die Kennung Z-7. Das Luftschiff wurde erst Januar 1914 in Betrieb genommen und hatte schon im August 1914 sein Ende, weil es nämlich angeschossen wurde und notlanden musste in Frankreich und dann abgefragt wurde. In diesem Luftschiff befand sich ein Kapitän, das ist auch alles in diesem Artikel beschrieben, dass ein Hauptmann Jacobi Chef dieser Luftschifferkompanie war und das Luftschiff lenkte. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Geschichte. Auf der Rückseite dieses Luftbilds befindet sich eine Inschrift von der Frau, die uns das Luftbild geschenkt hat. Und die Frau hieß Frieda Stengelin und war geborene Beisch. Und da steht drauf, aufgenommen von Vetter Teufel, Stuttgarter Straße, der die Fahrt als Technikerangestellter mitmachte. Interessant an den Bildern ist, wir befinden uns ja im Jahr 1914 und im Jahr 1914 wurde in Tuttlingen die Großbrück gebaut. Und wenn man jetzt gerade auf diesem Bild hier unten hinschaut, dann sieht man ganz genau den Notsteg, der gebaut wurde, um den Verkehr umzulenken, weil die große Brück ja außer Betrieb war und die große Brück die einzige befahrbare Brücke in Tuttlingen zu dieser Zeit war. Und da hatte man einen Notsteg eingerichtet, der war ungefähr auf Höhe des heutigen Rathaussteges. Und das ist auf diesen Bildern zu erkennen. Man sieht außerdem, dass Tuttlingen sich damals ungefähr, wir haben ja hier einen Blick von der Stockerstraße, ungefähr bis zur Talstraße hin entwickelt hatte. Und natürlich im Hintergrund sieht man die Nelkenkultur in der Nordstadt. Aber ansonsten ist natürlich das noch eine sehr kleine Stadt im Vergleich zu den Bildern, die wir dann später sehen werden. Aber es sind natürlich historische Dokumente, weil es sind die ältesten Bilder, Luftbilder von Tuttlingen. Und sie sind jetzt über 100 Jahre alt. Betrachtet man Tuttlingen aus dem All, so schaut einem quasi ein Auge entgegen. Dieses Auge hier mit der Pupille, dem Hohenberg. Was hat es für eine Bewandtnis? Tuttlingen liegt in einem Tälerstern. Dieser Tälerstern wird gebildet zum einen durch die Donau und zum anderen durch das Tal Speichinger zu und das Tal gen Süden. Die Donau hat dieses Tal ausgespült und geformt, natürlich in einer Zeit, als die Donau noch ein reißender Fluss war. Das war vor 3 bis 5 Millionen Jahren. Wurde ein breites Tal ausgespült, das heute unsere Siedlungsgrundlage bildet. In einer Phase hat die Donau dann ist die Donau mäandrierend durch das Tal geflossen und hat hier diesen Berg umspült und abgeschnürt. Und dieser Berg ist heute der Hohenberg und deshalb sagt man zum Hohenberg auch, er sei ein Umlaufberg, weil er gebildet wurde durch die umlaufende
Donau. Das ist natürlich heute alles verschwunden. Das Tal gen Norden, dann Richtung Speichingen, wurde gebildet von der Ureschach, die mal ein Zufluss zur Donau war und dieses Tal ausgespült hat. Im Süden ist es heute eigentlich fast ein Trockental, das gelegentlich vom Seltenbach durchspült wird, dann aber manchmal auch heftig. Das zur Lage von Tuttlingen. Was man aus dem All auch ganz gut erkennen kann, das ist die eigentliche Innenstadtstruktur. Man sieht die alte Stadt mit ihrem regelmäßigen Schachbrettmuster. Tuttlingen ist ja 1803 komplett abgebrannt und wurde dann auf einem regelmäßigen Grundriss wiedererbaut. Die Vorlage dazu lieferte Karl Leonhard von Uber. Der Aufbau zog sich hin von 1804 dann bis 1817. 1817 wurde als letztes die Kirche errichtet. Aus der Luft kann man dieses ursprüngliche Zentrum noch sehr gut erkennen. Das zeigt sich hier sehr deutlich anhand der typischen Tuttlinger Dächer. Das sind Walddächer, die hier noch in sehr guter Ausführung zu erkennen sind. Heute sind ja viele davon verschwunden. Wir haben im Zentrum den Marktplatz und hier die große Achse mit Bahnhof und Königstraße und hier die Seitenstraßen, Rathausstraße und obere Hauptstraße. Tuttlingen hatte damals, als es wieder aufgebaut wurde oder als die Kirche fertig war, ca. 4000 Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg dann kontinuierlich an, von 1852 mit 6000, 1890 10000, 1939 18000 und 1961 24874. Und diese Ausbreitung, die sieht man der Stadt auch an. Vor allem nach dem Krieg sind viele Gebäude entstanden, Wohnblocks, die es vorher nicht gab. Vorher war das überwiegend Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser, aber kleinerer Struktur. Und nach dem Krieg entstanden dann große Wohnblocks, zum Beispiel in der Hegaustraße oder auch beim Bahnhof. Und die haben dann die Struktur der Stadt allmählich verändert. Tuttlingen wuchs zunächst über das Stadtzentrum hinaus Richtung Bahnhof, weil ja der Bahnhof 1869 dann eingeweiht wurde. Und das war dann so die erste Richtung, in die sich Tuttlingen entwickelt hat. Die zweite Richtung war dann mehr oder weniger um den Hohenberg rum. Und inzwischen sind diese Baulücken um den Hohenberg rum fast komplett geschlossen. Wir sehen das, was wir da als großes Auge sehen, ist inzwischen fast durchgehend bebaut. Früher war da natürlich sehr viel landwirtschaftliche Fläche. Letztendlich kann man dazu nur sagen, die topografische Lage Tuttlingens macht deutlich, dass Landschaft und Baufläche nicht beliebig vermehrbar sind, sondern dass das ein endliches Gut ist und dass man irgendwann an seine Grenzen stößt. Vom 25. Juli bis zum 13. Dezember ist Tuttlingen von oben im Museum im Fruchtkasten zu sehen. Geöffnet ist dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Während des Besuchs soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch wird die gleichzeitige Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher limitiert.